Der Preis ist ein echtes Brett, das habe ich gesagt. Aber ich glaube, das Gesamtpaket, was man für diesen Preis bekommt, ist so umfangreich, dass man es so in der Art nicht häufig findet. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um eine Uhr aus dem Hause Corazon Del Mar, um die Corazon Del Mar Meridian Chrono Tiefblau Smaragd in der Limited Edition, direkt vom Arm des Gründers der Firma und des größten Uhren-YouTubers Deutschland, Markus Finger. Vielen Dank, Markus, dass ich genau deine Uhr heute zeigen kann. Das geht so nicht. Gut, ja, alles klar, ja, okay. Also, irgendwann ist immer das erste Mal und ihr seid jetzt live dabei. Ich hatte dieses Video schon hochgeladen, hatte alles vorbereitet, der Live-Termin war geplant und dann kam ich mit Markus nochmal ins Gespräch und er sagte mir, nachdem wir über mein Video gesprochen hatten, was mir aufgefallen war, was ich so drüber denke, dass ich zwei Sachen irgendwie falsch verstanden habe, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht wissen konnte. Und drum sind in dem Video jetzt zwei Fehler drin und die will ich vorab korrigieren, bevor ihr euch das ganze Video anguckt. Zum einen, später im Video werde ich sagen, dass ich es besser fände, wenn die Lünette mit dem Kompass sich in beide Richtungen drehen lässt. In der Serie ist das auch so, die Uhr, die ich von Markus bekommen habe, ist ein Vorserienmodell, wo das nicht so ist, aber das habe ich schlicht und ergreifend nicht gewusst. Insofern, wenn ihr diese Uhr jetzt kauft, wird sich die Lünette in beide Richtungen drehen. Und der zweite Punkt, den ich falsch verstanden habe, auf der Webseite von Corazon Del Mar steht, dass die Ziffernblätter in mehreren Schichten mit Speziallack bedruckt werden, dass das Ganze bei Corazon Del Mar passiert und dass der Lack pro Einheit 1000 Euro kostet. Und ich habe das ganz selbstverständlich als Einheit auf das Ziffernblatt bezogen. Aber es geht um die Einheit, in der der Lack gekauft wird. Also der Einkaufsbeutel, die Einkaufstube, der Einkaufseimer, was auch immer das ist. Das habe ich falsch verstanden. Ich habe danach mit Markus nochmal gesprochen. Und es ist aber in der Tat so, dass das Ziffernblatt alleine Kosten verursacht, die im mittleren bis oberen dreistelligen Euro-Bereich liegen, also gar nicht so weit weg von den 1000 Euro, die ich gesagt habe. Aber das, was ich hier zitiert habe, habe ich falsch verstanden. Und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Vorweg, es ist eine richtig große, richtig schwere Uhr, aber das kann man bei Corazon Del Mar auch erwarten. Die Uhren sind allesamt nicht besonders zierlich und auch nicht extrem klein, aber alle sehr eigenständig und auch als Uhren aus dem Hause Corazon Del Mar sehr leicht zu erkennen. Diese Uhr, die ich euch hier zeige, hat vereinzelt Gebrauchsspuren. Das liegt daran, dass es eben keine neue Uhr aus der Box ist, sondern eine Uhr, die wirklich aus dem Leben kommt, die gebraucht ist, die am Arm war. Und das sieht man der Uhr an. Und ich finde, auch das darf man der Uhr ansehen. Auf den ersten Blick sieht das Ziffernblatt relativ voll und komplex aus. Und das liegt daran, dass diese Uhr wirklich auch vollgepackt ist mit Funktionen, mit Anwendungen, mit Skalen. Ich gehe aber im Detail darauf ein und werde es euch im Laufe des Videos zeigen. Zunächst einmal möchte ich aber auf andere Sachen eingehen, wie zum Beispiel die verschiedenen Farben auf dem Ziffernblatt. Man sieht hier eine blaue Skala, man sieht rote Zeiger, man sieht einen grünen Zeiger. Alles das ist aber ganz bewusst so gewählt und unterstützt die Funktion der jeweiligen Anzeige. Aber das werde ich euch im Laufe des Videos noch genau zeigen, genauso wie die quadratischen Drücker, die ich sehr mag, den Flankenschutz aus Keramik, die besondere Art und Weise des Bodens, die nach meinem Eindruck noch einen besonderen Effekt hat. Alles das werde ich ganz detailliert im Laufe des Videos zeigen
Und das, was hier wie ein Fleck auf der Flanke aussieht, ist auch etwas Besonderes. Ich habe also, wie ihr merkt, an dieser Uhr relativ viel entdeckt, was ich auf den ersten Blick so nicht vermutet hätte. Und das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Von Größe und Gewicht her ist, glaube ich, klar, dass diese Uhr nicht wirklich etwas für mich ist. Sie ist mir zu groß und zu schwer. Das heißt aber nicht, dass die Uhr schlecht gemacht ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube, diese Uhr ist qualitativ richtig überdurchschnittlich mit ihrem Durchmesser von 44,9 mm definitiv keine kleine Uhr. Bandanstoßbreite von 22 mm und einer Bauhöhe von sage und schreibe 17 mm, ein richtiger Brocken. Horn zu Horn haben wir 52 mm. Auf der Frontseite verbaut ist ein Saphirglas. Die Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht und wird angetrieben durch ein Sellita SW 510 in der Top-Ausführung. Auf dem Rotor ist ein Saphir verbaut und die Uhr hat eine Cabochon-Perle zur Feuchtigkeitsindikation. Der Bodenring ist nicht einfach nur Stahl, sondern schwarz. Ich bin hier nicht ganz sicher, ob es sich um Keramik oder schwarz bestichteten Stahl halte. Ich gehe davon aus, es ist schwarz beschichteter Stahl, einfach weil durch die Drehung und die Verwindung Keramik relativ leicht brechen könnte. Und dieser schwarze Bodenring hat den sehr netten Nebeneffekt, dass die Uhr am Arm nicht so hoch wirkt, wie es die reine Bauhöhe von 17 mm vermuten lassen würde. Das zeige ich euch aber, wenn ich die Uhr am Arm habe, denn da sieht man es besser als in der reinen Theorie. Die Uhr ist insgesamt sehr sauber verarbeitet und an meinem Arm mit 17 cm Handgelenk, da werdet ihr sehen, dass die Uhr tatsächlich richtig groß ist, sehr präsent und mir persönlich definitiv etwas zu groß. Aber insgesamt eine wunderschöne sportliche Uhr. Und hier könnt ihr es sehen, der schwarze Bodenring führt dazu, dass man ihn von der Seite optisch gar nicht wahrnimmt und die Uhr von der Seite etwas schmaler wirkt, als die technische Bauhöhe von 17 mm tatsächlich aussagt. Ich finde das sehr klasse gemacht. Abgesehen davon passt der schwarze Bodenring optisch natürlich hervorragend zu den schwarzen Seiten bzw. den schwarzen Keramik-Inlays an den Seiten, sodass die Uhr farblich aufeinander abgestimmt ist und im gesamten Erscheinungsbild meiner Meinung nach sehr stimmig daherkommt. Die Keramik an den Seiten ist übrigens auch eine Sache, die ich persönlich richtig klasse finde, denn sie schützt die Seiten vor Zerkratzen, ist natürlich ein klein wenig bruchanfälliger. Aber schauen wir uns doch mal die Skalen im Detail an. Auf der linken Seite, der linke Totalisator, ist die laufende Sekunde mit grünem Sekundenzeiger. Die blaue Skala ist eine Pulsometer-Skala, um den Puls schnell und intuitiv messen zu können. Auf dem äußeren Ring, auf der Minuterie, haben wir eine Tachymeter-Skala. Kilometer pro Stunde oder allgemein Einheiten pro Stunde lassen sich hier mit dem normalen Stoppmechanismus messen. Die Lünette außenrum ist eine Keramiklünette in einem wunderschönen Anthrazitgrau, ausgelegt als Kompasslünette in Deutsch mit West für Westen, also dem W für Westen und nicht E, wie es bei englischen oder internationalen Skalen üblich ist. Die Lünette ist linksdrehend, rastet sehr sauber. Und das ist einer der ganz, ganz wenigen Punkte, die ich denke, könnten an der Uhr verbessert werden. Die Lünette ist leider nur linksdrehend. Bei einer Kompasslünette hätte ich es sehr viel praktischer gefunden, wenn sie zweiseitig drehend wäre, denn dann könnte man die Himmelsrichtungen viel schneller einstellen und müsste nicht eine fast ganze Umdrehung machen, wenn man nur ein paar Grad in die andere Richtung drehen möchte. Aber das ist Klagen auf hohem Niveau, denn die Lünette ist sauber, rastet fantastisch.
Es ist einfach ein Bedienkomfort, den ich mir gewünscht hätte und der, glaube ich, auch ganz gut funktioniert hätte an der Uhr. Insgesamt ist die Uhr überraschend und hier zeige ich euch etwas, was kaum mit meinem Equipment einzufangen ist. Das Ziffernblatt ist ein Reflexionsziffernblatt, das im Hause Corazon del Mar in mehreren Schichten selbst bedruckt wird. Es hat so einen Perleffekt in Tiefblau und das ist richtig klasse, überraschend. Und wenn man auf die Seite von Corazon del Mar geht, sieht man, dass dieses Ziffernblatt in mehreren Schichten im Hause gedruckt wird und der komplette Aufbau des Ziffernblattes alleine 1000 Euro kostet, was ein nicht unerheblicher Teil der Gesamtkosten der Uhr ist, sodass der Preis, den ich euch am Ende des Videos nennen würde, vielleicht gar nicht mehr so sehr überrascht, aber natürlich trotzdem ein echtes Brett ist. Also dieses Reflexionsziffernblatt finde ich super klasse und ich finde es auch deshalb klasse, weil es überraschend ist. Bei normalem Licht fällt es gar nicht so stark auf, wenn überhaupt, aber sobald direktes Licht drauf fällt, Sonnenlicht oder wie jetzt gerade mit der Taschenlampe, dann reflektiert es, dann funkelt es. Das ist etwas, was mir wirklich richtig, richtig gut gefallen hat. Insgesamt finde ich die Uhr ausgewogen. Ich finde sie auch angenehm am Arm, aber es ist eben keine Uhr für einen kleinen Arm. Man muss schon einen gewissen Arm haben. Man muss vielleicht sogar ein kleines bisschen trainieren, damit man keinen Muskelkater bekommt. Denn die Uhr wiegt 90 Gramm ohne Band und mit Stahlband 165 Gramm. Wie ihr hier sehen könnt, ist die der Krone gegenüberliegenden Seite komplett mit einer Keramik, mit einem Keramikschutz versehen. Auf der Kronenseite sind es zwei kleinere Elemente und die eckigen Drücker sind ebenfalls mit einer Keramikeinlage versehen. Ich mag übrigens eckige Drücker richtig klasse, passt hervorragend zu der Uhr und lassen sich auch wirklich gut bedienen. Und der Sekundenzeiger läuft natürlich reibungslos, präzise, was soll man da großartig sagen, es funktioniert einfach alles so, wie es funktionieren soll. Viel mehr kann man gar nicht erwarten. Was soll man auch mit einem Sellita SW510 in der Top-Ausführung anderes erwarten, als dass die Uhr genau das tut, was sie soll. Den Gang habe ich nicht überprüft. Ich habe die Uhr zum Review gehabt. Ich habe sie nicht getragen. Ich gehe aber davon aus, dass die Uhr wie gewohnt sehr gut reguliert ist und auch sehr präzise läuft. Es ist zum einen dem Werk geschuldet und zum anderen vertraue ich auch hier Corazon del Mar und Markus, dass die Uhren, die sein Haus verlassen, wirklich gut reguliert sind und auch sehr präzise laufen. Ich hatte anfangs erwähnt, dass auf dem Rotor eine Cabochon-Perle ist. Die Uhr ist mit Argon-Gas gefüllt, um die Feuchtigkeit außen vorzulassen. Was ihr hier sehen könnt, ist ein zweiter Punkt, den ich gerne anmerken möchte. Die Krone ist für meine motorischen Fähigkeiten nicht ideal. Die Krone ist vergleichsweise klein und relativ kurz für das hohe Gehäuse und sie ist sehr glatt. Also ich fände es schöner, wenn die Krone ein kleines bisschen scharfkantiger und griffiger wäre und etwas breiter oder etwas länger. Das würde den Bedienkomfort der Krone in meinen Augen deutlich erhöhen. Aber auch hier Klagen auf hohem Niveau. Die Krone ist sehr sauber gearbeitet, funktioniert auch hervorragend. Es ist kein Kratzen, kein Schaben. Das Gewinde ist extrem sauber. Das betreffend gibt es überhaupt keine Beschwerden. Allein die Griffigkeit der Krone könnte man meiner Meinung nach noch erhöhen und auch bei dieser großen, schweren Uhr würde eine große Krone nach meinem Empfinden das Gesamtbild überhaupt nicht stören. Auch wenn sie vielleicht einen halben Millimeter weiter aus dem Gehäuse hervorstehen würde, würde das alleine schon die Griffigkeit der Krone deutlich erhöhen. Und dann vielleicht noch verbunden mit etwas schärferen, griffigeren Kanten, einer etwas schärferen, griffigeren Riffelung und schon wäre es alles perfekt.
Einige von euch wollten immer gerne die Zeigerstellung sehen, deswegen gehe ich hier mal auf die 12 Uhr Position und wir schauen uns die Zeiger an. Und was soll ich sagen? Besser kann man Zeiger nicht setzen. Absoluter Volltreffer. Alle drei Zeiger exakt übereinander. Da ist aber auch keiner nur den Bruchteil eines Millimeters nicht perfekt ausgerichtet. Das würde ich mir von allen Marken wünschen. Ich habe schon Uhren von renommierten Herstellern gehabt, die in einer ähnlichen oder einer höheren Preisklasse liegen, wo die Zeiger nicht so sauber gesetzt waren. Insofern auch hier dickes Plus, keine Beschwerde, wirklich so, wie man es erwartet und wie man es sich wünscht, wenn man eine Uhr in dieser Preisklasse kauft und auch in ein oder zwei Preisklassen darunter. Bei den ganz günstigen Uhren nimmt man vielleicht eher eine Fehlausrichtung in Kauf, aber bei dieser Uhr würde ich es nicht tun und wie ihr sehen könnt, sollte man da auch keine Bedenken haben, denn das ist wirklich alles sehr hervorragend und präzise gesetzt. Was ich euch jetzt noch gerne zeigen möchte, ist das Stahlband und die Schließe. Die Schließe ist mit dem Corazon Delmar Logo versehen und dem Schriftzug. Es ist eine große, massive Schließe, die gut zu dem massiven Eindruck der Uhr passt. Der Bügel ist ebenfalls aus dem Vollen gefräst. Die Schließe rastet sauber ein und hat eine Ratchet-Verlängerung, sodass man die Uhr auch am Arm etwas weiter oder etwas lockerer tragen kann. Wenn man sie etwas weiter trägt, entsteht natürlich der Spalt, den ihr sehen könnt. Aber das ist eine optische Geschichte. Funktional sind diese Schließen wirklich sehr gut. Die Endstücke sind extrem passgenau gearbeitet, da wackelt aber überhaupt nichts. Da gibt es kein Spiel, gar nichts. Auch das habe ich bei anderen und auch bei teureren Marken schon wesentlich schlechter gesehen. Also das ist extrem passgenau gearbeitet, wirklich sehr schön. Das Band ist in einem Wechsel aus satinierten und polierten Flächen gearbeitet und hat, wie ihr sehen könnt, nur ganz minimal Spiel. Und dieses Spiel ist notwendig, damit sich die Glieder auch wirklich frei und locker am Arm bewegen, ohne dass sich die Haare einklemmen, abgerissen werden oder ziehen. Das Band ist, wie man in der Preisklasse erwarten kann, geschraubt. Die Schrauben sind alle sehr sauber verarbeitet und insgesamt wirklich ein Band, was der Uhr gut steht und auch der Preisklasse der Uhr angemessen ist. Worauf ich noch hindeuten möchte, ist die besondere Form der Hörner. Ihr könnt sehen, dass die Hörner sehr schräg nach unten abfallen. In der Aufsicht wirkt die Uhr relativ normal, hat eine Lack-to-Lack-Weite von 52 mm, aber dadurch, dass die Hörner schräg nach unten abfallen, ist die Auflagefläche auf dem Arm deutlich geringer, sodass die Uhr zwar optisch auf dem Arm sehr groß wirkt, aber die Auflage auf dem Arm selber durch die abgeschrägten Hörner deutlich kleiner ist, was nach meinem Empfinden in der kurzen Zeit, wo ich die Uhr am Arm hatte, sehr zu dem positiven Tragekomfort der Uhr beiträgt, denn eine Uhr von 160 Gramm und fast 45 mm Durchmesser ist natürlich keine kleine, leichte, einfache Uhr, aber dafür trägt sich die Uhr selbst an meinem 17 cm Handgelenk überraschend komfortabel. Allein die Optik, die Größe ist etwas, was mir an meinem Arm nicht mehr gefällt. Vom Tragekomfort her fand ich sie wirklich überraschend angenehm. Ja, was kann ich über die Nachtleuchtkraft sagen? Ihr habt gesehen, auf dem Ziffernblatt ist richtig viel los und jetzt könnte man erwarten, dass dieses Nachtbild auch mit ganz vielen Anzeigen und Farben daherkommt. Aber das ist gar nicht so. Das Nachtbild ist im Gegensatz zu dem Ziffernblatt und dem Erscheinungsbild bei Tag wirklich reduziert. Ihr könnt hier sehen, die Kompasslünette ist beleuchtet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man für die Verwendung der Kompasslünette nicht
die Sonne braucht, um sie auszurichten. Insofern weiß ich nicht, ob eine beleuchtete Kompasslünette einen funktionalen Mehrwert hat. Optisch ist sie natürlich klasse, gefällt mir richtig gut. Stunden- und Minutenzeiger sind, wie ihr auch im Tagbild gesehen habt, vergleichsweise schmal. Entsprechend ist hier auch relativ schmale, wenig Leuchtmasse aufgetragen, aber absolut ausreichend, um die Uhrzeit gut und präzise ablesen zu können. Auch der Sekundenzeiger ist mit dünner Leuchtmasse ausgesehen, der Stoppsekundenzeiger. Und die Indizes sind mit kleinen Punkten Leuchtmasse versehen, sodass sich die Uhr nachts tatsächlich auch gut ablesen lässt. Ja, was kostet jetzt diese Uhr? In der Basisvariante kostet die Uhr 2490 Euro plus 200 Euro für eine PVD-Beschichtung plus 150 Euro für das Stahlband, weil die 2490 Euro sich auf das Lederband beziehen. Die hier gezeigte Uhr, der Corazon del Mar Meridian Chrono Tiefblau Smaragd in der Limited Edition, was für ein Wahnsinnsname, kostet in der Basisversion 3090 Euro. Das Stahlband kostet 150 Euro extra und die PVD-Beschichtung würde nochmal mit 200 Euro extra zu Buche schlagen. Der Preis ist ein echtes Brett, das habe ich gesagt. Aber ich glaube, man bekommt für diesen Preis auch wirklich ein Gesamtpaket, was so nicht häufig anzutreffen ist, mit Keramik-Inlays auf den Seiten, mit Keramik-Inlays auf den Drückern, mit einer Keramik-Lünette, Kompass-Lünette auf Deutsch, einen Saphir auf dem Rotor, eine Cabochon-Perle, Argon-Schutzglasfüllung, multiple Anzeigen auf dem Ziffernblatt, also ein richtig fettes Gesamtpaket. Natürlich, nicht zu vergessen, das besonders bedruckte Ziffernblatt mit dem Perleffekt. Alles zusammen wirklich ein Paket, was den Preis in meinen Augen gerechtfertigt. Ob man das alles haben möchte, ob man es braucht, ob man bereit ist, den Preis für das Gebotene zu bezahlen, muss man natürlich individuell entscheiden. Ich glaube aber, dass das Gesamtpaket den Preis durchaus rechtfertigt. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein und bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren. Bis dahin, tschüss, euer Axel.